Willkommen auf Mallorca. Wir laden Sie ein, die Lieblingsinsel der Deutschen ein wenig zu erkunden. Ohne El Arenal, Ballermann und die zahlreichen deutschen Kneipen und Restaurants, die es natürlich auch gibt. Das hier ist der nördlichste Zipfel der Insel, das Cap Formentor. Wegen der Serpentinenstraße durch die Berge und der vielen schönen Aussichten ein beliebtes Ausflugsziel. Da kommt man mit dem Leihwagen bequem hin, aber auch und vor allem Radfahrer schätzen Mallorca wegen seiner landschaftlichen Vielfalt. Es gibt Strecken aller Schwierigkeitsgrade. Die 14 Kilometer bis zum Leuchtturm von Cap Formentor gehören schon zu den anspruchsvollen. Wie lange braucht man von dem Aussichtspunkt bis hierher? Eine Stunde. Okay. Ist das eine schwierige Strecke? Das hängt davon ab, was man im Fuß hat. Wir sind gut trainiert. Also, ja, es hat uns nicht so arg viel ausgemacht. Wir sind es gewohnt. Ich habe vor 14 Tagen oder 3 Wochen eine Tour gemacht auf den Mont Ventoux. Die Berge sind für mich gut gangbar. Und wie ging das Ihnen? Ja, Vorbereitungstour für den August, wo ich die Alpen überquere. Ungezählt sind die Wanderwege in Mallorcas Bergen. Oberhalb von Port Soya beginnt ein Klassiker. Sac Costera, der Küstenweg. 14 Kilometer bergauf und bergab bis in die Cala Tuent. Am Wegesrand ein Zitronenautomat mit selbst zu bestimmenden Preisen. Kein Ausdruck von Geschäftstüchtigkeit, aber ein Zeichen dafür, dass wir uns hier auf Privatbesitz befinden, wie fast überall auf Mallorca. Und es ist selbstverständlich, dass man ein Tor, das man aufmacht, auch wieder schließt. Damit die dahinter weidenden Schafe, Ziegen und andere Tiere das Grundstück nicht verlassen. Wir wandern nun durch einen Olivenhain mit ziemlich altem Baumbestand. 2000 Jahre alt ist sicher keiner, aber die antiken Römer haben den Olivenanbau während ihrer Herrschaft von 123 vor bis ins 3. Jahrhundert nach Christus auf Mallorca eingeführt. Die zahlreichen Terrassen in den Bergen sind Errungenschaften der Mauren aus Marokko, die vom 10. bis ins 14. Jahrhundert auf den Balearen das Sagen hatten. Auf unserem Weg bergab treffen wir auf eine kleine, aber stetig fließende Quelle, die nicht unerheblich zur Fruchtbarkeit des Tales beigetragen hat und es noch immer tut. Den Wanderweg haben wir die meiste Zeit für uns allein. Aber, wie man sieht, man kann die Strecke auch anders bewältigen. Sicher schneller, aber gewiss auch nicht weniger anstrengend als zu Fuß. Verlaufen kann man sich nicht, denn der Weg ist gut beschildert. Das nächste Stück wird ganz schön steil. Und dann liegt unser Etappenziel auch schon im Tal, die Finca Balitschdawai. Dort brutzelt ein typisches mallorquinisches Gericht in der Küche. Kaninchen mit Zwiebeln. Geplant sind die Mahlzeiten nur für die Familie und die Feriengäste. Wer außerdem mitessen möchte, muss sich vorher telefonisch anmelden. Eine Spezialität der Köchin ist Arroz Brut, schmutziger Reis. Ein deftiger Eintopf, der seinen Namen wohl daher hat, dass sich der Reis wegen der beigefügten Blutwurst und verschiedener Fleisch- und Gemüseeinlagen dunkel färbt. Die Finca Balitschdawai
ist eine Oase. Auf die Karren kommen wir noch zurück. Etwas oberhalb des geräumigen Anwesens mündet die Quelle, die wir schon auf dem Weg hierher gesehen haben. Inzwischen läuft das Wasser durch ein Rohr bis hierhin. Und es ist einfach köstlich. Hier gibt es viele interessante Tiere zu sehen. Ein Wellensittich, der nicht so genau weiß, was er da macht. Die Finca Balich Davai funktioniert nach wie vor als landwirtschaftlicher Betrieb, aber rentieren würde sich das nicht ohne die Feriengäste. Miguel, der Besitzer, legt schon selbst mit Hand an, wenn es ums Beschneiden der Olivenbäume geht. Und sein Sohn pflanzt die Tomaten. Pferde gibt's auch, mit denen die Feriengäste ausreiten können, aber Miguel hat ein anderes Tier für die Zukunft im Blick. Maultiere bzw. Esel. Das ist ein Esel der mallorquinischen Rasse. Den kann man benutzen, wenn man Material in schwer zugänglichem Gelände transportieren will, wo Maschinen nicht hinkommen. Das ist eine Transporterrasse. Umgeben ist die Finca von Orangenbäumen. Was da geerntet wird, langt für den Bedarf der Familie, der Angestellten, der Feriengäste und der Wanderer. Basta. Die Kaninchen wohnen hier so, können aber auch herausgenommen und gestreichelt werden. Dieses Exemplar ist gerade mal 3 Tage alt. Jetzt gehen wir mal zurück ins Haus, denn gleich gibt's was zu essen. Das Anwesen ist seit 1000 Jahren gewachsen. War mal Kloster, aristokratischer Landsitz, seit 2 Generationen im Besitz von Miguels Familie. Das Kaninchen mit Zwiebeln ist inzwischen fertig, aber für die Familie und uns gibt's erstmal was anderes. Miguel presst frischen Orangensaft. Dann Sobrasada auf frischem Bauernbrot, alles selbst gemacht. Buon provecho. Eine Köstlichkeit. Eine luftgetrocknete Streichwurst mit viel Paprika. Die gibt's nur hier auf Mallorca. Und das alles in der originalen Finca-Küche. Normale Gäste speisen im Speisesaal. Wegen des Platzes. Anschauen darf die alte Küche natürlich jeder, der will. Das Kaninchen überspringen wir, denn jetzt kommt Elvira. Also, jetzt essen wir Nachtisch. Einen Fruchtsalat mit Erdbeeren aus dem Garten von Juan. Das ist der Sohn von Miguel, dem Besitzer der Finca. Dann natürlich Orangen, denn von denen sind wir umgeben. Ein bisschen heben wir für den armen Miguel auf, denn der arbeitet noch. 12 Zimmer gibt es für Übernachtungs- und Feriengäste auf der Finca. Jedes anders als das andere und mit allem, was man braucht. Mit 70 Euro pro Nacht und Person inklusive Frühstück und Abendessen. Auch nicht gerade teuer.
Wer nun den Weg bis hierhin zu Fuß geschafft hat, kann einen neuen Service genießen. Wieder zurück zum Ausgangspunkt mit dem Eselskarren. Das dauert eine schlappe Stunde. Aina oder José oder beide managen das schon. Für uns geht es weiter zu Fuß Richtung Nordosten. Und zwar richtig den Berg rauf bis zu dem Sattel da oben links. Das sind 250 Höhenmeter. Unser Wanderführer veranschlagt dafür 35 Minuten. Wir haben anderthalb Stunden gebraucht und waren erstmal fix und fertig. Nun gut, der geübte Wanderer pflegt ja zu rennen, kennt man ja. Von da oben hat man dann aber auch den ersten gigantischen Blick auf die Nordostküste Mallorcas. Und so wiederholt sich das auch hinter jeder Biegung des Weges, der nun, Gottlob, im Wesentlichen waagrecht in 300 Metern Höhe zwischen den Bergen und über dem azurblauen Mittelmeer verläuft. Das ist der schönste Teil der Strecke. Danach geht's dann wieder runter durch einen Aleppo-Kiefernwald. Die Mallorquiner nennen diese Bäume Pinus, was aber gern falsch mit Pinien übersetzt wird. Auf Mallorca gibt's nämlich so gut wie gar keine Pinien. Unser Ziel ist erreicht, die Cala Tuent. Bei dem freundlichen Fischer, der hier in seiner Hütte lebt, kann man ein Wasser oder ein Bier kaufen. Zurück geht's nur per Boot oder Taxi. Muss man vorher organisieren. Jedenfalls ein traumhafter, friedvoller Ort, diese Cala Tuent. Nicht mal eine Autostunde entfernt, die Hauptstadt Palma mit ihrem Yachthafen. Den besten Blick hat man vom Belvedere, der alten Burg. Gleich oberhalb des Hafens die Kathedrale, das Wahrzeichen der Stadt. Hier treffen wir Peter Knabe. Der war jahrzehntelang in aller Welt als Reiseleiter unterwegs und lebt jetzt fest auf Mallorca. Die Bar Bosch, da trifft man sich. Ist geöffnet von morgens um 8 Uhr bis abends um 3 Uhr. Also 3 Uhr kann man hier noch draußen sitzen, ne? Der allgemeine Treffpunkt von Palma. Bis hierhin ging früher der Hafen, bis zum 16. Jahrhundert, reichte das Hafenbecken bis hier. Aber seit Menschengedenken ist der Borne die Flaniermeile und der örtliche Heiratsmarkt von Palma de Mallorca. Das alte Grand Hotel ist inzwischen ein Kulturzentrum im Besitz einer Bank. Und die Schmuckstücke der Stadt sind Häuser im Jugendstil, den man in Spanien Modernismo nennt. So, hier haben wir zwei Häuser jetzt von Schülern von Gaudi. Wer in Barcelona mal war, in Barcelona stehen ja die meisten seiner Bauwerke. Das ist Original jetzt, oder? Das Original noch. Ne? Wissen Sie, was das hier vorne ist? Was denn? Nee, hier, die Dinger. Also. Müllschlucker. Der ganze Müll in Palma wird unterirdisch entsorgt, ne? Damit der Müll hier nicht mehr auf der Straße rumsteht. Ne? Alles für die Figur, nicht? Für die Damen. Ja. Aber nicht nur für die Damen. Männer müssen auch verwandeln. Ein runder Kuchen mit Puderzucker drauf aus Blätterteig. Nicht? Und den gibt es nur hier auf der Insel. Gemeint ist die Ensaimada, Mallorcas berühmtes Schmalzgebäck.
Palma ist ein Zentrum fürs Fanshoppen. Für Schuhe zum Beispiel, Lederwaren überhaupt und Schmuck. Der Baum dürfte 700, 800 Jahre alt sein. Nicht? Aber die dicksten Bäume sind nicht immer die ältesten, nicht? Die ganz alten, wie bei uns. Ja. Nicht? Die ganz alten sind meistens so ganz schlanke Bäume, gewunden. Aber hier wird gesagt 700, 800 Jahre. Das ist der alte Justizpalast. Da ist heute das Städtische Museum drin. Und das? Die Kathedrale von Palma, genannt La Seu. Die größte und wohl auch schönste des gesamten Mittelmeerraums. So, weiter geht's. Das ist die Calle Morey. Die Häuser sind zum größten Teil hier aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Nicht? So ein bisschen im italienischen Stil gebaut. Nicht? Und hier haben wir gleich einen der schönsten Innenhöfe. Das ist der Innenhof vom Palast Olesa. Es gibt ungefähr 50 Stück hier auf der Insel. Und an einem Tag im Jahr sind sie alle offen für Besucher. In den Gassen der Altstadt findet sich auch ein interessantes Überbleibsel der muselmanischen Kultur in Palma. Die arabischen Bäder. Nun ja, baden kann man hier nicht mehr, aber man bekommt einen guten Eindruck davon, wie man sich damals mitten in der Stadt entspannt haben mag. Und das fällt auch heutzutage nicht schwer. Denn in den Gassen und auf den Plätzchen der Stadt gibt's zahlreiche Straßencafés. Beim Herumschlendern sollte man gelegentlich den Kopf in den Nacken legen. Oben gibt's was zu gucken. Jede Menge Jugendstilarchitektur, die heißt in Spanien, wie gesagt, Modernismo. Zentrum und zugleich höchster Punkt der Altstadt von Palma ist die Plaza Mayor. Der Untergrund ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse, da ist praktischerweise ein Parkhaus drin. So, wir sind endlich angekommen. Ich hoffe, ihr habt langsam Hunger gekriegt. Ich bestelle die Vorspeisen. Und wenn ihr hinterher noch was essen wollt, bestellt ihr danach. Machen wir es so. Hier sind wir in dem traditionsreichen Restaurant La Prensa, zu Deutsch die Presse. Berühmt wegen seiner Vorspeisen. Zum Beispiel Schnecken, frittierte Tintenfische, Schinken, Gambas und was nicht alles sonst. Solchermaßen gestärkt machen wir uns auf eine kleine Reise, und zwar nach Soya mit dem Zug. Mitten in Palma, an der Plaza España, steht der kleine Jugendstilbahnhof, in dem die Reise beginnt. Schon 1929 elektrifizierte Siemens die Strecke. Eingeweiht wurde die Bahnstrecke nach Soya am 16. April 1912, zwei Tage nachdem die Titanic gesunken war. Heute ist die Bahn eine Touristenattraktion. Gebaut wurde sie allerdings für den Waren- und Personentransport zwischen Palma und dem Städtchen Soya auf der anderen Seite des Tramuntana-Gebirges. Touristen gab es damals noch so gut wie keine. Im Februar sehen die Reisenden vom Zug aus die berühmte mallorquinische Mandelblüte. Gemächlich zuckelt das Bähnchen durch die Ebene nordwestlich von Palma Richtung Gebirge. Das ganze Jahr über, jeden Tag. Sobald der Zug die Berge erreicht, ändert sich die Vegetation. Die Reise geht nun durch Wälder aus Steineichen und Aleppo-Kiefern. Hin und wieder hält die Bahn an. Dann steigen weitere Reisende zu. Manche von ihnen nutzen die Bahnstationen als Ausgangs- bzw. Endpunkt für Wanderungen in den Bergen.
Auf der 27,3 Kilometer langen Strecke überwindet der Zug 496 Höhenmeter. Dass es nicht mehr sind, liegt an den insgesamt 13 Tunneln, die für die Bahn gebaut worden sind. Der längste ist immerhin 2,8 Kilometer lang. Schließlich ist das Tal von Soya erreicht. Fototermin. Der Zug hält an einem Aussichtspunkt mit Panoramablick. Von hier sind es dann nur noch ein paar Minuten bis hinunter in die Stadt. Knapp eine Stunde hat die Fahrt gedauert und vom Bahnhof von Soya aus sieht man schon, wie es weitergehen kann. Hier startet die einzige Straßenbahn Mallorcas in Richtung Meer. Die fährt jede halbe Stunde und so ist genügend Zeit, sich Soya anzusehen. Mit der Trambahn von Soya hat es eine besondere Bewandtnis. Sie wurde schon ein Jahr nach der Zugverbindung mit Palma in Betrieb genommen und ist deren direkte Verlängerung. Um 1900 wurde der Bau privater Bahnlinien vom spanischen Staat nur subventioniert, wenn sie länger als 30 Kilometer waren. Weil die Strecke Palma-Soya aber nur 27,3 Kilometer misst, wurde die Straßenbahn nach Port Soya drangehängt. Das sind noch mal knapp 5 Kilometer und so hat es dann gepasst. Am Hauptplatz von Soya gibt es Cafés und Restaurants, die das ganze Jahr über geöffnet sind. Wenn die Sonne scheint, kann man auch im Winter ohne dicke Jacken und Mäntel im Freien sitzen. Weiter geht's mit der Trambahn. Feine Sache, denn so können die Reisenden mitten durch die berühmten Orangengärten von Soya fahren, bis hinunter ans Meer. Eine der Orangenfincas ist Canaí. Das Anwesen ist seit 14 Generationen im Familienbesitz. Altes Gemäuer, schön restauriert, mit einem grandiosen Blick über das Tal von Soya. In weiten Teilen Mallorcas herrscht schon immer Wasserknappheit, zumindest in den Sommermonaten. Nicht so im Tal von Soya. Ausgeklügelte Bewässerungssysteme machten es zu einem Garten Eden. Die ersten Orangen Europas kamen aus Soya. Domingo Morey Martí, Besitzer dieser Finca, beschreibt die momentane Situation. Bedauerlicherweise, sagt er, befindet sich die Landwirtschaft in einer Phase, die nicht gerade die beste ist. Heutzutage setzen wir mehr auf den Schmuck, die Ästhetik, nicht auf die Produktivität. Ganz klar ist, die Orangen werden nicht gut bezahlt und die Produktionskosten sind hoch. Es evidente, el fruto del naranjo es, no está bien pagado y los costes de producción son altos. Domingo betrachtet seinen Orangenhain deshalb als ideale Umgebung für sein Finca-Hotel. Das hat er in den vergangenen Jahren ausgebaut. Kein Raum ist wie der andere. Das ganze Anwesen strahlt eine behagliche Atmosphäre aus und ist nicht einmal übermäßig teuer. Auch so kann man Urlaub machen. Und das Meer liegt gerade mal auf der anderen Seite des Hügels, ein paar Minuten entfernt. Im Mai findet in Soya und Port Soya jedes Jahr ein großes Fest statt. Es heißt Moros y Cristianos, also Mauren und Christen, und dauert 3 Tage. Fira heißt so viel wie Fest und der dritte Festtag, Firo, also riesiges Fest. Jung und alt sind dabei. Es ist das Fest der tapferen Frauen. Anna lebt mit ihrer Familie in Soya, hat eine mallorquinische Mutter und einen deutschen Vater. Und sie erzählt uns gleich, welche Geschichte dahinter steckt. Hinter den tapferen Frauen. Am 11. Mai. Im 1561 kamen hier die Araber
Und da kamen die in ihr Haus rein, zwei davon. Und die haben die mit dem Stock unter der Tür totgeschlagen. Und dafür sind die jetzt da. Das Fest ist beides. Eines der Einheimischen und ein Touristenspektakel. Es erinnert an den letzten Piratenüberfall im Jahr 1561 und der wird nachgespielt. Am Nachmittag geht es dann langsam so richtig los. Die Einheimischen tragen die alten Trachten der Bäuerinnen und Bauern und es werden die historischen mallorquinischen Flaggen geschwenkt. Das sind die mit dem Roten Kreuz drauf. Es hat Alarm gegeben. Piraten sind im Hafen gelandet. Das Volk hat sich auf dem Marktplatz versammelt und der Kapitän schwört die Gemeinschaft auf die bevorstehende Schlacht ein. Am Strand von Port Sawyer herrscht ein heilloses Getümmel. Die Mauren bedrohen das Volk und rauben Frauen, um ein Glas mit ihnen zu trinken. Inzwischen treffen musizierende Bauern ein, die schon mal ihren Sieg feiern, während die Kämpfer am Strand munter weitergehen. Es kracht und qualmt, dass es nur so eine Lust ist. Und die Kämpfe sind's auch. Genau genommen ist die Erinnerung an die letzte Schlacht gegen die Piraten ein riesiges Verbrüderungsfest. Ehrlich gesagt, bei näherem Hinsehen ein wunderbarer Anlass, sich so richtig zu amüsieren. Nur der Name des Festes, auch das haben wir gelernt, ist politisch nicht korrekt. Mauren und Christen? Es ging bei diesen Piratenüberfällen nie um Religion. Wenn es den Mallorquinern schlecht ging, haben die auch ihre nordafrikanischen Nachbarn ausgeplündert. Eigentlich müsste das Fest heißen Bauern und Piraten. Dann zieht der aktive Kern der Festteilnehmer weiter. Denn damals wurde noch an zwei anderen Stellen gekämpft. Am kürzlich erst aufgeschütteten Strand von Port Sawyer kehrt langsam wieder Ruhe ein. Aina erklärt uns, welche Bedeutung das Fest für die Einwohner hat. Für die Einwohner von Sawyer bedeutet, dass wir einmal pro Jahr alle gemeinsam das gleiche Gefühl haben vom Fest, von Zusammensein. Die Freunde treffen sich, die Familien auch. Und das Schönste ist, dass es wird in der Familie selber von Eltern zu den Kindern weitergegeben. Jeder ist in den gleichen Verein. Die Frauen sowieso bei den Bäuerinnen. Und die Piraten möchten zu den Piratenverein gehören. Und damals waren türkische Piraten. Das heißt, die Kinder von ein türkischer Pirat möchte weiterhin in diesem Verein sein. Und bei den Bauern genau das Gleiche. Noch ist die Schlacht nicht geschlagen. Nach den Gefechten am Strand haben sich die Piraten damals auf den Weg gemacht nach Sawyer. Und dort werden sie auch heute erwartet. Da helfen wohl auch Ohrstöpsel wenig. Manch einem sind die Strapazen des Tages schon anzusehen. Schließlich gibt's immer wieder mal was zu trinken und nicht nur Wasser. Schließlich kommen sie an, die Mauren, und stürmen das Rathaus. Sie ziehen die mallorquinische Flagge ein und hissen die eigene. Doch die Sawyeriks unter Führung ihres Kapitän geben nicht auf.
Schließlich erobern sie das Rathaus zurück. Bald weht auch wieder die alte mallorquinische Fahne. Und zum Abschluss singen alle gemeinsam die mallorquinische Hymne. Jetzt wird erst so richtig gefeiert. Wir aber machen einen Sprung in den Südosten der Insel. Gleich bei Felanitx liegt der 500 Meter hohe Klosterberg San Salvador. Da oben gibt's ein uriges Restaurant, die allgegenwärtigen Radfahrer und gigantische Aussichten über die Insel. Die meisten Besucher sind Ausflügler wie wir. Die riesige Jesusstatue blickt auf Küstenorte wie Calador und Porto Petro ins weite Land mit seinen Fincas, Öl- und Mandelbäumen. Wer will, kann in einer der ehemaligen Klosterzellen übernachten. So, jetzt wird's aber langsam mal Zeit für den Strand. Die schönsten und am wenigsten überlaufenen erreicht man auf kleinen, engen Straßen, die von Trockensteinmauern begrenzt sind. Da kann's schon mal eng werden. Also fährt jeder langsam. Wir kommen jetzt an die Cala Mondragó. Der Strand liegt in einem Naturschutzgebiet und wurde von einer einheimischen Bürgerinitiative vor 10 Jahren erfolgreich gegen massive Bebauung verteidigt. So leer wie hier im Mai ist es im Sommer aber nicht. Eigentlich ganz in der Nachbarschaft liegt die Cala Salmunia. Eigentlich, denn auf Mallorca gibt es, außer bei Palma und im Norden, kaum Uferstraßen. Man muss immer erst ein Stück ins Landesinnere fahren und dann eine Stichstraße ans Meer nehmen. Das ist etwas umständlich, hat aber sicher dazu beigetragen, Orte wie diesen zu erhalten. Große Teile des Ostens haben Steilküsten von bis zu 40 Metern Höhe. Es gibt fjordartige Einschnitte wie diesen. Das sind die sogenannten Calas. Vor Jahren noch ein Geheimtipp, heute aber nicht mehr. Der Strand ist tränk. Er ist so karibisch, dass selbst die Leute mit den teuren Yachten es hier schöner finden als an Bord. Außerdem ist es tränk, offiziell oder nicht, der FKK-Strand auf Mallorca. Ganz ohne Regeln, jeder zieht aus, was er mag. Nebendran liegt das Örtchen Colonia de San Jordi. Die Halbinsel mit dem Hotelviertel drauf kann man auf einer Promenade aus Holzplanken und Naturpflaster umrunden. Ein schöner Spaziergang von 1 Stunde. Colonia San Jordi hat einen kleinen Hafen ohne Protzjachten. Autofreie Hafenpromenade mit gemütlichen Bars und Kneipen und einen kinderfreundlichen Strand direkt davor. Wenn irgendwo auf Mallorca das Wasser mehr als lauwarm ist, dann hier, in dieser flachen, geschützten Bucht.
Von Colonia aus kann man die vorgelagerte Insel Cabrera besuchen. Mit einem langsamen Boot oder einem schnellen. Wir nehmen das schnelle. Das braucht für die 27 Kilometer gerade mal eine halbe Stunde. Cabrera ist 17 Quadratkilometer klein und Nationalpark, zu Lande wie zu Wasser. Den Naturhafen überragt eine Burg. Warum, erklärt uns der Parkranger. Die Hauptfunktion bestand darin, die Piraten, die Korsaren aus Nordafrika, daran zu hindern, Mallorca anzugreifen. Das heißt, dass sie den Hafen von Cabrera nicht als ihre Basis nutzen konnten. Die Burg ist mehrfach zerstört und wieder aufgebaut worden. Das erkennt man an den Strukturen des Gebäudes. Etwas weiter im Inselinneren gibt es ein kleines Museum. Dokumentiert ist die Geschichte der Insel von den Phöniziern über die Römer und alle, die noch da waren, bis heute. Nichts Spektakuläres, aber liebevoll gemacht. Finden sich Ruinen, Überbleibsel von Baracken, die sich kriegsgefangene Franzosen in den napoleonischen Kriegen gebaut haben. Unser Guide erzählt, was sich hier zugetragen hat. Hier hat man 9000 Menschen hergebracht, Kriegsgefangene. Von denen haben nur 3500 überlebt. Der Rest ist gestorben. Denen fehlte Nahrung und Wasser, das Wichtigste zum Überleben. Und viele waren krank. Auf Cabrera leben heute nur mehr ein Dutzend Leute. Es gibt die Bar und sonst nichts. Oder fast jedenfalls. Ein kleiner Strand, etliche Tier- und Pflanzenarten an Land, aber vor allem unter Wasser. Hier ist das Fischen, Tauchen und Harponieren überall verboten. Und seit das so ist, gedeiht die Unterwasserwelt rund um Cabrera wieder auf das Prächtigste. Auf dem Rückweg zur Hauptinsel Mallorca obligatorisch ein Besuch in der Blauen Grotte. Wer will, kann sich in die blauen Fluten stürzen. Ist ja auch verführerisch, wenn das Licht quasi von unten kommt. Und so sieht es rund um Cabrera unter Wasser aus. Zu besichtigen in den Aquarien des Cabrera Besucherzentrums in Colonia San Jordi. Hier ist die gesamte Unterwasserflora und Fauna des Cabrera-Archipels versammelt. Im Mittelpunkt des Zentrums ein Atalaya, ein mallorquinischer Wachturm. Die Aquarien befinden sich darunter. Manche der Tiere werden individuell gefüttert, damit jeder etwas abbekommt. Das Besucherzentrum will ein möglichst umfassendes Bild von Cabrera zeigen. Und so fehlen auch archäologische Funde nicht in der Ausstellung. Der Turm umschließt ein riesiges Gemälde. Es zeigt die Stationen der Geschichte des Mittelmeerraumes. Den Betrachtern erschließt sich das Bild auf einem spiralförmigen Gang zum Dach des Gebäudes. Und von da oben sieht man denn auch am Horizont die Insel Cabrera.
Mallorca ist bekannt für das saubere Wasser seiner Strände. Dazu trägt seit einigen Jahren eine kleine Flotte von Reinigungsbooten bei. 12x2 davon sind rund um die Insel im Einsatz. Also das Konzept sieht so aus. Die kleinen Boote haben weniger Tiefgang, die reinigen die Küste in Ufernähe. Und die größeren machen ihre Arbeit weiter draußen auf dem Meer. Die Boote sind Spezialanfertigungen und dank ihrer hydraulisch gesteuerten Netzarme auch sehr effektiv. Sie stehen untereinander in Funkverbindung und auch mit der Zentrale in Palma. Die wiederum bekommt Informationen von einem Flugzeug, das einmal am Tag die Insel umfliegt, und von privaten Motor- und Segeljachten, die sich an dem Projekt beteiligen. Im Moment ist kein Dreck im Wasser, aber wie der Pelikan funktioniert, zeigen sie uns mit einer Plastikflasche. Aber woher kommt der Müll? Von den großen Schiffen, normalerweise Plastikbeutel, Milchtüten, Ölflaschen, dieses Zeug. Und woher kommt das? Araber, sagt er. Und wie kann er das wissen? Ganz einfach, sagt er, steht doch drauf auf den Plastiktüten. Ein effektives Projekt. Sogar Quallenschwärme kann man damit einsammeln. Es sieht aus wie im Himalaya, ist es aber nicht. Wir sind immer noch im Südosten Mallorcas. Es geht um Meersalz. Das wird in dieser Gegend schon seit den Zeiten der alten Römer gewonnen. Die brettebene Landschaft direkt am Meer ermöglicht nämlich die Anlage von Verdunstungsbecken. Katja Wöhr aus Deutschland erklärt uns, wie das funktioniert und was der besondere Clou ist, dem sie sich hier widmet. Also das hier ist jetzt das Anfangsstadium vom groben Meersalz, das sich auf dem Beckenboden kristallisiert. Ich sage Anfangsstadium deshalb, weil wir noch am Anfang von der Saison stecken. Also das wird erst rausgehoben mit dem Traktor Mitte bis Ende August. Aber hier geht es nicht ums grobe Meersalz, das auf dem Beckenboden sich kristallisiert, sondern um das Flor de Sal. Und das Flor de Sal ist ein Salz, das bildet sich auf der Wasseroberfläche. Und das bildet sich nur dann auf der Wasseroberfläche, wenn wir die ganz heißen Sommermonate haben. Und wenn es mehr oder weniger windstill ist oder so eine ganz leichte Süd-Südwest-Brise weht. Was Sie jetzt hier sehen auf der Wasseroberfläche, ist eine wellenartige Bewegung. Das heißt, das wäre schon viel zu viel Wind für die Kristallisation vom Flor de Sal. Also, angenommen, die Bedingungen wären günstig, dann würde die Salzblüte auf diese Weise abgeschöpft. Dann bleibt das Salz in diesem Korb mehrere Tage zum Trocknen am Beckenrand und wird nach 2-3 Tagen an die anderen Kleinfelder transportiert. Und von da aus kommen sie auf die Trockentische für einen Tag. Das Flor de Sal hat immer am Schluss eine Restfeuchte von ungefähr 7%, auch wenn man es jetzt hier draußen trocknet, weil es nämlich einen ganz hohen Magnesiumgehalt hat und Magnesium die Luftfeuchtigkeit anzieht. Aber Magnesium tut auch noch was anderes. Magnesium, schauen Sie sich mal die Kristalle an, wie schön das die sind. Die sind ganz porös. Die kann man also wirklich auch in der Hand zerdrücken. Und so machen es auch die Franzosen. Die Franzosen haben das zu Hause auf ihren kleinen Tonschälchen stehen und gehen dann mit der Hand rein und tun es übers Essen streuen, aber vorher noch ein bisschen zerdrücken. Das hat also einen ganz hohen Magnesiumgehalt. Magnesium zieht die Luftfeuchtigkeit an, aber Magnesium tut auch noch was anderes. Magnesium ist nämlich ein natürlicher Geschmacksverstärker. Das heißt, das Flor de Sal
hat zwischen 20 und 80 Mal mehr Magnesium und ist dadurch intensiver im Salzgeschmack. Man muss also vorsichtiger würzen damit, man braucht weniger Salz. Also es ist nicht nur gesund, sondern es schmeckt auch leckerer als ein herkömmliches, normales, natriumreiches, natriumchloridreiches Salz. Ein Kochbuch für den Umgang mit der Salzblüte gibt's auch. Und es gibt verschiedene Sorten davon. Wir haben eins, das Geschmack intensivste ist das Fleur de Sel mit Oliven. Das passt sehr gut auf Tomaten-Mozzarella-Salat und Rucola-Salat und alle Nudelgerichte. Unter anderem auch eins mit Hibiskus. Das ist nicht so intensiv, das ist leicht säuerlich im Geschmack und das passt wunderbar auf Foie Gras und fette Fische, also Lachs und Thunfisch. Und hier haben wir eins, das ist mein Lieblings. Wegen seiner Geschichte eigentlich mehr als wegen seinem Geschmack. Und zwar ist das ein Salz mit dem Paprika Tapte Cotti. Und zwar ist das eine lokale Paprikasorte, die jahrelang nicht mehr kultiviert wurde. Und Maria Soliveas und Laura Boades, die zwei Slow-Food-Aktivisten von der Insel, sind auf die Spur gekommen von den letzten Tapte Cotti Pflanzen, die es noch gab, und haben die halt in Zusammenarbeit mit mehreren Biobauernhöfen hier auf der Insel vor einigen Jahren wieder rekultiviert. Die werden sonnengetrocknet an der Wand, an den Steinmauernwänden von den verschiedenen Häusern auf Plätzen in Santa Maria und dann mit einer Steinmühle gemahlen. Und das ist eine autochthone Paprikasorte, die heißt Tapte Cotti. Und mit dieser Sorte machen wir ein Fleur de Salz. All das bekommt man nicht nur auf den Märkten Mallorcas, sondern auch in dem kleinen Laden direkt bei den Salinen von Colonia de San Jordi. Außerdem ist Es Pla de Migjorn, die südliche Ebene, auch die Kornkammer Mallorcas. Die Windmühlen treiben Wasserpumpen an zur Bewässerung der Felder. Mittendrin liegt das Städtchen Campos. Im Mai ist Jahrmarkt. Die Sobrasada-Wurst gibt's zu kaufen und andere Produkte der Region, zum Beispiel Käse. Hauptpersonen der Fira del Maig sind allerdings Kühe. Die werden liebevoll herausgeputzt, denn es geht hier um Schönheit. Und irgendwie kommen uns die Schwarzbunten bekannt vor. Ja, das sind Holsteiner, sagt er. Die gibt's ja auf der ganzen Welt. Diese hier sind aus Mallorca und Menorca. Wir sind Menorquiner. Es ist nicht anders als in Deutschland. Nur noch wenige Menschen leben auf dem Land und von der Landwirtschaft. Und so sind die possierlichen Tierchen vor allem eine Attraktion für die Kinder. Kein mallorquinisches Fest ohne Riesen, die Giants oder Gigantes. Die werden dann regelmäßig im Triumph durch die Orte getragen, begleitet von Dudelsack, Trommel und Flöte. Gewöhnt an den Gebrauch der Falda. Das ist, so erklärt er uns, zum Tragen der Riesen, um Verletzungen zu vermeiden. Para la espalda, para aguantar. Cuando levantamos el peso, te sujeta. Wir machen ja den Tanz mit den schweren Puppen und laufen durch das ganze Fest. Y ahora vamos a pasear los gigantes por la feria. Vamos a pasar un ratito. Estos son Das sind traditionelle Berufe von Campos. Die Kapernernterin und der Viehzüchter, typische Berufe von hier. Das hat sich inzwischen etwas verloren, aber wir zeigen das noch gerne. Die wiegen so um die 50 Kilo. Mejor. Pesan 54 y 48 kilos.
Y mejor así, mejor, cuanto más grande, mejor. Das ganze Städtchen ist auf den Beinen. Und es sind auch viele Besucher von außerhalb gekommen. So, jetzt wollen wir mal wissen, was es mit dem Dudelsack auf sich hat. Da gibt es die große Flöte und das Mundstück. Den Sack hat man früher aus einem Zicklein gemacht. Heute nicht mehr, ist aus einem Material, das haltbarer ist. Die Trommel ist mit Schweinsleder bespannt und dazu spielt man die Flöte. Und das gleichzeitig zu machen, kann einen schon durcheinander bringen. Melodie und Rhythmus gleichzeitig, halb so, halb so. Am besten trinkt man vorher ein Bier. Höhepunkt des Mai-Jahrmarktes, zumindest für die Rinderzüchter und deren Freunde, ist die Vorführung und Prämierung ihrer Kühe. Es geht nach Schönheit und Milchleistung. Die Jüngeren interessieren sich dafür noch nicht so und sorgen für die festliche Geräuschkulisse. Wir unternehmen eine kleine Wanderung im Tramuntana-Gebirge. Peter Knabe, unser Reiseleiter im Ruhestand und aktiver Wanderführer, kennt sich bestens auf der Insel aus. Es geht hinauf auf die Burgruine von Alaro am Rande der Berge. Peter Knabe erzählt eine Begebenheit aus dem 14. Jahrhundert. Hier verschanzten sich die letzten Königstreuen, aber die haben sie natürlich ausgehungert. Ein Jahr haben sich fast halten können. Und dann wurden die beiden Anführer, Cabrit und Basser, die wurden in Alaro lebendigen Leibes auf dem Marktplatz gebraten. Oh. Aber heute gibt es kein Braten von denen, sondern heute haben wir Lammbraten. Okay, warten wir uns hoch. Der Lammbraten muss aber erst noch verdient werden. Die Wanderung ist nicht besonders schwierig, hat es aber doch irgendwie in sich. Anders als in deutschen Mittelgebirgen sind die Wege hier oft steil und fast immer sehr steinig. Man braucht stabiles Schuhwerk und die richtige Strategie. Wer auf einen solchen Berg schnell hinauf will, muss langsam gehen. Auf dem Burgberg von Alaro angekommen, haben die Wanderer dann diese Aussicht. Ganz hinten am Horizont liegt die Inselhauptstadt Palma. Wieder hinunter führt der Weg durch einen Olivenhain bis auf die halbe Höhe des Berges. Hier wartet das Mittagessen. Der Landgasthof Es Verger ist eine mallorquinische Legende. Spezialität: Lammbraten und Zicklein von allerfeinster Qualität. Zubereitet von diesen auch nicht mehr ganz jungen Herrschaften seit mehr als 40 Jahren. Peter Knabe kennt die Wirtsleute schon seit einer kleinen Ewigkeit und hilft deshalb beim Servieren. Ein Sprung mitten in die Mitte Mallorcas. Kunst und Küche, das ist das Motto von São Paulo, der Kulturfinca bei Lloret de Vistalegre. Ein Ort, an dem Stimmung und Genuss regieren. An Wochenenden wird hier Kleinkunst geboten. Kammermusik, Kabarett, Jazz, Lesungen und so weiter. Erfunden und betrieben von Will Kaufmann aus Frankfurt. Hier gibt es zum Beispiel auch Kochkurse. Eingekauft wird, alles frisch, auf dem Markt in Sineo. Und was kaufen wir jetzt genau? Ein bisschen Gemüse, Zucchini, Auberginen. Wie heißt das? Setas. Setas. Algo más.
Hier gibt es auch das landestypische Kochgeschirr aus Steingut. Der Wochenmarkt von Cineo verteilt sich über das ganze Städtchen und findet immer mittwochs statt. Durchaus ein Ausflugsziel auch für Familien mit Kindern, wegen der Tiere, mit denen hier auch gehandelt wird. Edith aus Wiesbaden interessiert sich für einen peruanischen Poncho. Die Kursteilnehmer können sich nur schwer vom Markt losreißen, aber schließlich soll ja noch gekocht werden. Was wäre ein Kochkurs ohne Kochwein? Rolf Siebert aus Königstein erklärt den Plan. Heute fangen wir mit dem Dessert an. Das ist ein Sahnebuffet, das muss gefroren werden. Und bis das Menü rum ist, schaffen wir das dann hoffentlich auch. Wir nehmen die Eier, wir teilen sie, Eigelb, Eiweiß. Und dann werden die Eigelbe über dem Wasserbad aufgeschlagen mit Weißwein und Mandellikör. Eine schlägt Eiweiß steif. Das wird dann nach und nach untergehoben, abgefüllt in der Form und eingefroren. So, unser kleiner Kräutergarten auf so einem Ballon. Rosmarin, Griechrosmarin und hochwüchsige und Salbei. Schneiden wir jetzt einfach was ab für die Lammkeule an Gewürzen. Ja. Unter den kritischen Augen von Hof und Lila zeigt Rolf Siebert, wie ein Profi Kräuter hackt. Das Kleine ist hier vorne die Hand auf. Die Lammkeulen werden scharf angebraten und kommen dann in einer Grechonera in den Ofen. Oberseite dann. Die Marinade drüber, das wiederholt sich mehrfach. Wie man Gemüse klein kriegt, ist kein Geheimnis. Wohl aber, wie man es locker in der Pfanne schwenkt. Also schütteln, dass sich alles löst und dann nur locker. Wow, der hat Handgelenke. Ja, ja. Alles nur eine Frage des richtigen Rhythmus. Und nun ja, der Übung eben, gell, Peter? Nach 1,5 Stunden ist es Zeit für die Bratenwende und noch einen Schuss Sud aus Brühe und Bratensatz. Gleichzeitig entsteht die Vorspeise. Schafskäse in Ei und Mehl gebraten und die ersten Spuren der Veranstaltung werden schon wieder verwischt. Der Braten wandert noch einmal für ein Stündchen in den Ofen und die Vorspeise, namentlich veredelt zu gebackenen Manchego-Stäbchen an Tomatenkonfit, schon mal in den Magen. Komme ich gut mit klar. Die Lammkeulen sind butterzart geworden und finden die ungeteilte Anerkennung des Teams. Enno sagt, was alle denken. Das sieht ja gut aus. Und so ist ein Urlaub mal abwechslungsreicher. Man guckt, geht auf den Markt und kocht dann anschließend zusammen und sitzt abends zusammen und trinkt noch ein Gläschen Wein. Das ist mal eine andere Art von Urlaub. Macht Spaß. Auch das Dessert ist fertig. Mandelparfait mit karamellisierten Erdbeeren. Der Koch aus Königstein. Also nach den Sternen greifen will ich nicht. Aber ich möchte so in der natürlichen ländlichen Küche eigentlich weiterhin arbeiten, ohne großen Füllefanz zu machen. Und auch sonst. Auf der Kulturfinca San Paolo lässt es sich aushalten. Mallorca ist zwar berühmt für seine Amapola, den Klatschmohn, aber so fett sieht man ihn dann doch selten. Auf Mallorca kann man sich was vornehmen oder auch nicht. Man kann auch einfach herumgondeln und immer wieder Neues entdecken. Ehrlich, alle 15 Kilometer sieht die Landschaft anders aus. Ganz im Nordosten der Insel liegt Cap de Pera mit seiner eindrucksvollen Burg. Wenn ich jetzt meinen linken Arm hebe, passiert was ganz Besonderes. Achtung. Das ist ein amerikanischer Bussard. Und der ist von seinem Herrchen Gonzales trainiert worden als Jagdbussard. Für Kaninchen. Und mit dem Herrchen rede ich jetzt gleich mal. Die sind sehr intelligent, sagt er. Die jagen wie Wölfe. Die Ausbildung dauert 3, 4 oder 5 Monate. Bis sie perfekt sind, ein Jahr.
Und sind die teuer? Nein, 400 Euro. Das teure ist die Arbeit, die du selber in die Ausbildung investierst. Na, dann mal los. Und siehe da, der Vogel dreht ein, zwei Runden und schlägt seine Beute. Wenn hier zweimal die Woche Vogelschau ist, sind auch noch ein paar andere Schönheiten zu Gast. Uhus, Eulen, Greifvögel aller Art. Auch zum Anfassen. Bibi. Die Kirche war nach dem Wachturm das erste Gebäude, das hier errichtet wurde. Das war im 13. Jahrhundert. Eine Burg war das eigentlich nie. Vielmehr ein Wehrdorf für die Bauern, die unten im Tal lebten. Nach hier oben zogen die sich vor den Angriffen der Piraten zurück. Das Dorf und im Laufe der Zeit das Städtchen Cap de Pera sind erst viel später entstanden. Die Kirche ist ein Wallfahrtsort. Einmal im Jahr wird Maria dafür gedankt, dass sie die Bewohner von Cap de Pera vor einem Überfall der Piraten schützte, indem sie zum rechten Zeitpunkt Nebel aufsteigen ließ. In der Mitte der Anlage das Haus des Statthalters. Da ist heute ein Museum drin. Das Wichtigste hier sind Beispiele der mallorquinischen Flechtkunst. Körbe, Taschen und andere Gebrauchsgegenstände aus den Blättern einer bestimmten Palmensorte. Die begegnen einem auf Schritt und Tritt auf den Märkten der Insel. Ganz in der Nähe zeigt man uns, wie das gemacht wird. Die Handwerkskunst war schon fast ausgestorben, lebt jetzt aber wieder auf. Die Blätter einer bestimmten Palmenart werden in gleich lange Stücke geschnitten und dann verflochten. Una vez hechos así, pues se corta. Die Kunst besteht nun darin, wann immer ein Blättchen verflochten wurde, ein neues einzufügen, ohne dass man das hinterher sieht. So entsteht das Ausgangsmaterial für alles, die Bänder. Und die werden so miteinander vernäht, dass man nicht sieht, wie das gemacht wurde. Da gibt es komplizierte Muster, bei denen das besonders schwierig ist. Magdalena erzählt, heute machen wir das aus Spaß. Aber früher hat mir meine Mutter gesagt, bevor du spielen gehst, machst du so und so viele Meter von den Bändern. Cap de Pera, das Kap der Steine, ist ein kleiner Ort mit steilen Gassen und Treppen, absolut verträumt und verschlafen. In den meisten Sträßchen dürfen nicht mal Autos fahren, beziehungsweise das ging gar nicht. Gleich um die Ecke das genaue Gegenteil, wenn auch nicht gerade ein Rummelplatz. Der Strand von Canyamel. Und wiederum um die Ecke, 50 Meter über dem Meer, findet sich eine andere Attraktion Mallorcas, die Höhle von Arta. Die pompöse Eingangstreppe wurde zu Ehren des Besuchs einer spanischen Königin gebaut. Die Höhlen sind entstanden vor ca. 150 Millionen Jahren durch tektonische Plattenverschiebungen. Je
hier können wir ganz gut die Rußablagerungen sehen. Und die sind dadurch entstanden, weil von 1806 bis 1926 geführte Besichtigungen stattgefunden haben mit Fackeln. Und die haben auch Feuer gemacht, um das Ganze zu beleuchten. Hier können wir sehen zum Beispiel das Mammut und gleich daneben ein gigantischer Vorhang. Das ist, wurde entdeckt, das war zu hier, das wurde entdeckt, da kann man rüber, die haben, sind rüber gestiegen hier und haben dann nachträglich das hier aufgemacht, die Öffnung. Das heißt die Hölle, weil es der tiefste Punkt ist, der Höhle. Das sind ungefähr 45 Meter Differenz bis zum Eingang und nur 3 Meter über dem Meerspiegel. Weil diese Höhle hier ist geformt von Stalagmiten und Stalaktiten. Die Stalagmiten sind die, von unten nach oben wachsen und die Stalaktiten von oben nach unten. Und das hier ist die sogenannte Königin der Säulen. Die heißt so, weil sie die größte ist dieser Höhle, mit 22 Meter hoch, ist aber keine Säule, weil sie die Decke nicht berührt. Es fehlen ungefähr 50 Zentimeter oder 5000 Jahre, bis sie oben ankommt. Mit 22 Meter hoch ist es im Moment die drittgrößt bekannte Stalagmite der Welt. Hier sind wir im sogenannten Theater, das heißt so wegen den vielen verschiedenen Formen, die man sehen kann. Wie zum Beispiel hier 2 Quallen mit ein bisschen Fantasie oder links oben das Schaf, allerdings verkehrt rum. Das hier ist die sogenannte Kathedrale, das heißt so wegen der Formation, die man hier sehen kann. Das ist, sieht ein bisschen aus wie Orgelpfeifen, deswegen der Name. Das hier sind die sogenannten Glockensäulen. Die heißen so, weil die klingen mit Vibration. Das ist so, weil die innen hohl sind. Das sind nicht alle so, aber diese schon. Artha, nachdem die Höhlen benannt sind, liegt ein wenig landeinwärts. Ein beschauliches Städtchen ganz im Nordosten Mallorcas. Verkehrsberuhigt. Straßencafés, Innenhöfe und Gärten. Ganz nahe dabei, Cala Vatiada. Darum heißen die Balearen Balearen. Die Ureinwohner waren gefürchtete Steinewerfer. Eine der Skulpturen im Park der Familie Marc. Die steinreichen Banker haben Kunstwerke aus der ganzen Welt zusammengetragen und diesen Park darum herum gebaut. Hier ist fast alles, was Rang und Namen in der Kunstwelt hat, vertreten. Oben auf und in der Mitte eine Villa, die als Sommersitz dient. Normalerweise kommt man hier nicht rein. Diesmal hatten wir Glück. In den Ferien.
direkt an der Promenade. Der Park wurde von einem Sturm im Jahr 1999 fast ganz zerstört. Viele der Kunstwerke wurden ausgelagert, aber auch schon manches wieder hergerichtet. So, hier dürfen wir uns ein bisschen beschäftigen. Ja? Da ist jedes Teil beweglich. Hier darf jeder mal Künstler sein. So wie auf der Zeile, ne? Inspiriert von der Fassade. Zum Glück sind die richtig dicken Brocken im Sturm nicht umgefallen. Bestimmt wird der Kunstpark in den nächsten Jahren wieder im alten Glanz erstehen. Ein Besuch ist er jetzt schon wieder wert. Außerdem hat ja Cala Ratjada auch einen netten Hafen und eine hübsche Uferpromenade. Von hier kann, wer will, mit der Fähre in einer Stunde auf Menorca sein. Cala Ratjada ist schachbrettartig angelegt. In einer der Straßen treffen wir auf ein Schmuckgeschäft. In diesem Laden wird nicht nur verkauft, sondern auch geschmiedet. Roberto schmilzt Silber. Zunächst einmal zu so kleinen Stäbchen. Die werden dann gewalzt, mehrfach, immer dünner, zu einem bestimmten Zweck. Als ich den Goldschmiedekurs in Palma abgeschlossen habe, musste ich eine Abschlussarbeit vorlegen. Das war der Augenblick, wo ich dafür Zeit hatte, das vorzubereiten. Was dabei herausgekommen ist, erinnert sehr stark an die Palmenflechtkunst Mallorcas. Und so ist es auch gemeint. Ein Knopf, wie er zum Verschließen der Taschen und Körbe gemacht wurde, nur eben aus Silber und purem Gold. Gut, also weiter. Wir begegnen den unvermeidlichen Radfahrern. Versuchen Sie mal, eine Gruppe von 50 von denen zu überholen. Keine Chance. Wir sind auf dem Weg nach St. Elben, äußerster Südwesten Mallorcas. Hier beginnt ein wirklich empfehlenswerter Spaziergang, der sich sogar für ungeübte Wanderer wie uns eignet. Ein winziger Stolperstein ist eine Weggabelung, an der man sich verlaufen könnte. Aber voll blöd sind wir ja nur auch nicht. Das ist was für ungeübte Wanderer. Mal in der Sonne, mal im Schatten. Den spenden übrigens Aleppo-Kiefern. Wenn man schön langsam geht, ist der Weg mühelos zu bewältigen. Anstieg und dann ist es auch schon fast geschafft. Verlaufen kann man sich auch nicht. Immer an den Steinmännchen orientieren.
unten liegt auch schon unser Ziel. Der Torre, der Turm. Spätestens jetzt allerdings merkt man, warum festes Schuhwerk empfohlen wird. Die kippeligen Steine sind auf die Dauer nicht ohne. Und wenn es hier regnet, wird es echt rutschig. Der Turm selber ist leer und keine wirkliche Sehenswürdigkeit, aber die Aussicht auf die Insel Dragonera ist schon ein Hit. Wir laufen zurück nach St. Elden. Hier im Südwesten Mallorcas ist irgendwie die Welt zu Ende. Und die Leute, die hier sind oder hinkommen, genießen das. Und sogar einen Strand gibt es. Wir fahren jetzt in nordwestlicher Richtung hoch ins Gebirge und immer an der Steilküste lang. Das macht man in dieser Richtung am besten nachmittags. Denn sonst scheint einem in jeder zweiten Kurve die Sonne ins Gesicht. Unterwegs gibt es Aussichtspunkte, für die man sich unbedingt Zeit nehmen sollte. Banyal Bufa, zu Deutsch Garten am Meer, eine arabische Gründung. Die Araber haben hier, besonders im Landschaftsbau und mit ihren Bewässerungssystemen, bleibende Spuren hinterlassen. Und das ist immerhin 800 Jahre her. Auf dem Hofgut La Granja geht's auch noch fast zu wie in früheren Zeiten. An zwei Tagen in der Woche können die Besucher alte Handwerke in Aktion besichtigen. Drechsler und Töpfer zum Beispiel. Die Granja ist ein jahrhundertealtes Hofgut. Ursprünglich ein Geschenk des spanischen Königs an einen Gefolgsmann bei der Vertreibung der Araber. Dann im Besitz eines katholischen Ordens, schließlich Eigentum einer adligen Familie, heute in bürgerlichem Besitz. Die Granja verdankt ihren Wohlstand dem Wasser. Auf Mallorca schon immer ein kostbares Gut, denn es gibt keine Flüsse auf der Insel. Unsere Quelle, sagt Maria, ist seit der Römerzeit bekannt. Und so haben die Araber das Tal gern übernommen. Sie nannten es Alpic. Und sie haben das ganze Bewässerungssystem geschaffen, das wir heute noch sehen. Das ist eine Gabe, die wir noch heute bewahren und die die Granja ausmacht. Das ist etwas Einmaliges auf Mallorca. All die Pflanzen, das ist eine Freude, vor allem im Sommer. Dem ist kaum etwas hinzuzufügen. La Granja ist eine Oase, ein Paradies. Überall blubbert und sprudelt es, Mensch und Tier fühlen sich wohl hier. La Granja ist innen und außen ein Museum, nicht pädagogisch, aber anschaulich. So haben in früheren Zeiten die wohlhabenden Leute auf Mallorca gelebt. Heizung gab es keine, aber Holzkohlekessel. Und einen Salon, in dem Püppchen in ihren Logen theatralischen Darbietungen beiwohnten. Das ist der Tanzsalon, erzählt Maria, mit großen Fenstern und Lüstern, die ihn beleuchten. Es gibt einen Spielsalon, alle haben sich hier wohlgefühlt, vor allem im Sommer. Und natürlich die wunderbare Terrasse. Alle Räume sind so gestaltet, dass man sich in frühere Jahrhunderte zurückversetzt fühlt. Ganz profan, das Klo für große und kleine Leute, nix WC. Besonders interessant ist die Spielzeugsammlung, die in einem eigenen Raum untergebracht ist. Die
Küche ist gewissermaßen das Zentrum des alten Anwesens. Drumherum allerlei Werkstätten. In der Granja gab es viele Werkstätten, erzählt uns Maria. Hier wurde fast alles hergestellt, zum Beispiel Stoffe. Hier können wir sehen, wie die sogenannten Zungenstoffe hergestellt werden. Das sind die bekanntesten traditionellen Muster auf Mallorca. Gibt es in verschiedenen Farben, aber das ist vielleicht die typischste. Und nicht nur gesponnen, auch gefärbt wurden die Garne auf der Granja selbst. Der Gutshof ist wie ein mittelalterliches Dorf, das noch lebt oder gerade erst verlassen wurde. Es gibt sogar eine Parfümerie und eine Apotheke. Aber keine Angst vor moderner Technik. Ein Video zeigt, wie früher Olivenöl hergestellt wurde. Es fehlt nichts. Wäscherei und Stallungen für große und kleine Tiere, einfach alles ist da. Und das macht die Granja auch zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Zweimal die Woche nachmittags ist Showtime. Dann wird vorgeführt, wie sich die Adligen früherer Zeiten die Zeit vertrieben haben. Zum Beispiel mit der Pferdedressur. Das muss man so einem Gaul erstmal beibringen, sich einfach so hinzulegen. Macht er aber. Und dann dürfen auch die Gäste mal reiten. Behindert oder nicht, ausgegrenzt wird niemand. Alle dürfen mitmachen und haben ihren Spaß. Die Granja, eine Oase in den Bergen Mallorcas. Im Februar, mal etwas früher, mal etwas später, blühen die Mandelbäume auf Mallorca. Von denen gab es um 1900 mehr als 2 Millionen. Nachdem der mallorquinische Wein der Reblaus zum Opfer gefallen war, setzten die Bauern auf die Mandel und machten gute Geschäfte mit ihr. Mehr als 400 verschiedene Sorten zählte man auf der Insel. Heute werden in Kalifornien 10-mal so viele Mandeln produziert wie sonst auf dem Globus. Das liegt daran, dass es in Kalifornien Wasser im Überfluss gibt und jede Menge chemischer Dünger eingesetzt wird. Aber, sagt Pep Zacares, das sind keine Mandeln, sondern nur ein Ersatz. Das ist, als ob man Korken isst. Mallorquinische Mandeln oder spanische, die aus Granada, Katalonien oder Valencia, vor allem aber die mallorquinischen, haben einen Geschmack, der nichts mit denen aus Kalifornien zu tun hat. Und das liegt eben daran, dass es im Süden Mallorcas, wo die meisten Mandelbäume wachsen, so wenig regnet. Dadurch ziehen die Pflanzen mehr Mineralien aus dem Boden. 8000 Mandelbäume hat Pep Zacares. Nördlich der Hauptstadt Palma, im Tramuntana-Gebirge, liegt Valdemossa. Das Bergdorf hat 1500 Einwohner und ist ein wahrer Touristenmagnet. Man zählt 300.000 Besucher im Jahr. Im Winter ist es natürlich auch hier am ruhigsten. So richtig berühmt geworden ist Valdemossa durch die beiden wohl ersten Touristen auf Mallorca. Die französische Schriftstellerin George Sand und der polnische Komponist Frédéric Chopin verbrachten nämlich den Winter 1838-39 hier in dem ehemaligen Kartäuserkloster. Angekommen waren sie mit einem der ersten Dampfschiffe auf dem Mittelmeer und diese Unterkunft zu finden, war eine schwierige Angelegenheit gewesen. Noch dazu litt Chopin an einer Lungenkrankheit. Die ehemalige Klosterzelle besteht aus 3 Räumen und befand sich damals wie heute in Privatbesitz.
Ob das berühmte Liebespaar tatsächlich in dieser oder in einer Nachbarzelle gewohnt hat, ist umstritten. Hier jedenfalls in Zelle 2 sind interessante Dinge zu sehen. Janson hat hier ihr Buch »Ein Winter auf Mallorca« geschrieben, in dem sie nicht nur lobende Worte für Mallorca und die Mallorquiner fand. Das hier ist das Originalmanuskript des Werkes. Wenn es im Winter 1838 nicht so viel geregnet hätte, wäre das gewiss ein gelungener Urlaub geworden. Bei der Aussicht von der eigenen Gartenterrasse aus. Auch sehenswert ist die prächtige Klosterapotheke aus dem 19. Jahrhundert. Die war noch bis 1915 in Betrieb und beeindruckt mit ihren alten Töpfchen, Fläschchen und Fiolen. Auch Chopins Medikament gegen sein Lungenleiden findet sich hier. In dem rechten Flakon mit dem Etikett. Wenn man schon mal in Valdemossa ist, empfiehlt sich ein kleiner Abstecher an die Nordwestküste. Auf der anderen Seite des Tramuntana-Gebirges liegt das Örtchen Port de Valdemossa, also der Hafen des Städtchens. Das ehemalige Fischerdorf verfügt tatsächlich über einen der insgesamt nur zwei geschützten Häfen an der steilen Nordwestküste Mallorcas und hat einen kleinen Kiesstrand. Hier hat man nun wirklich den Eindruck, als sei die Welt gleich zu Ende. So, jetzt kehren wir noch einmal an den Ausgangspunkt unserer Rundreise durch Mallorca zurück. Von dem Mirador des Esparques, also dem Aussichtspunkt über Horzoya, geht es nämlich nicht nur runter, sondern noch ein ganzes Stückchen weiter rauf ins Gebirge. Da oben liegen zwei Stauseen, die die Inselhauptstadt Palma mit Trinkwasser versorgen. Auch diese Gegend erschließen sich viele Wanderer zu Fuß. Man kann sich die grandiose Landschaft aber auch vom Auto aus ansehen. Und genau so machen wir das. Unser letzter Ausflug führt uns in die Sacalobra-Schlucht. Die Serpentinenstraße führt über 800 Höhenmeter hinunter ans Meer. Das Meisterwerk der Baukunst wurde in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts errichtet. In den zahlreichen Serpentinen kann einem schon schwindelig werden. Unten angekommen, gelangt man durch einen Fußgängertunnel in die Nachbarbucht, den Torrente Pares. Wirklich geübte Wanderer, vielleicht sollte man sagen Bergsteiger, klettern hier zu Fuß runter. An einen der wohl bezauberndsten Orte Mallorcas.